für deinen Wunsch ist eben Kreonta, zu handeln und zu raten, denn er ist allein statt dir des Landes Wächter übrig. Omir, was ist zu diesem Wort zu sagen? Nicht als ein Spötter komme ich, Ödipus, noch von den alten Übeln eins zu schenken. Allein wenn ihr vor sterblichen Geschlechtern nicht Scheue habt, so ehret doch die Flamme, die alles Weidende des Königs Helios. Nicht darf man unbedeckt ein solches Unheil aufzeigen, dass die Erde nicht und nicht der heilige Regen und das Licht anspricht. Geschwinde tragt hinein in das Haus, denn denen im Geschlecht vornehmlich steht es an, zu sehen, zu hören, eingeboren übel. Wirf aus dem Lande mich, so schnell du kannst, wo ich mit Menschen ins Gespräch nicht komme. Schon wär's geschehen, das wisse, wollte ich nicht zuerst von Gott erfahren, was zu tun sei. Doch schon ist ganz von ihm gesagt, die Sage, dass man verderbe mich, gottlosen Vatermörder! So ward gesagt. Doch wo wir stehen im Falle, ist's besser noch zu hören, was zu tun sei. So um den Mann mühselig wollt ihr fragen? Du magst auch jetzt dem Gotte glaubig sein. Schreib ich es dir vor und heiße dich's. Ihr setze in den Häusern, wie du willst, den Hügel, denn du tust den deinen es mit Recht. Mein Wegen halt es nicht der Mühe wert, dass mich die väterliche Stadt lebendig zum Mitbewohner habe. Sondern lass mich wohnen auf den Bergen, wo berühmt ist hier mein Kithäron, den noch lebend Mutter und Vater mir zum Grabmal auserkoren, dass ich durch jene sterbe, welche mich verderbt, wiewohl ich dieses weiß. Mich konnte Krankheit nicht sonst zerstören, nicht bin ich vom Tod errettet, denn zu diesem großen Übel. Doch dies mein Schicksal, geh wohin es will. Für sie, die Kinder, für die Männlichen, für mich nicht Sorge, Kreon. Sie sind Männer, das Mangel nie sie haben werden, wo sie sind im Leben. Meine mühseligen, erbarmenswerten Jungfrauen aber, denen nie leer von Speis und ohne Unseinen mein Tisch war, die, was ich berührte, teilten. Allzeit in allem nehme der dich an. Geh, oh mein König, geh, du aus edlem Stamm. Berühr ich sie, wird sein, als hielt ich sie. Da ich gesehen, was sag ich? Hör ich bei Göttern nicht die Lieben, wie sie um mich weinen, und Erbarmen schickt sie Kreon mir, die Liebsten meiner Kinder? Hab ich nicht recht? Das hast du. Eben bringe ich sie zu dir. Ich weiß, von je war dieses deine Freude.